Ist aktiv. Mal sehen, was sich darin verbirgt.
Thank you.
Greife sind nicht gerade leichte Beute. Wenn unser Lederexperte sich da mal nicht übernommen hat. Thank you.
Was ist großer? Ist das unser Mann? Alles in Ordnung? Ich werde es überleben. Der Greif hat mich erwischt, bevor ich schießen konnte. Aber hier im Gras scheint er mich dann aus den Augen verloren zu haben. Sieht ganz so aus. Ich heiße Kamil. Ich bin Lederarbeiter, falls du das nicht schon gerochen hast. Gerochen nicht, aber geahnt. Erinnerst du dich an eine Händlerin namens Charon? Ha, die werde ich so schnell nicht vergessen. Sie hat mir letztens einen Kyras abgekauft. Erst war sie ganz angetan von meiner Arbeit. Und dann hat sie mich runtergehandelt, als ging's um ihr Leben. Ha, sag nicht, sie will ihn umtauschen. Nein, ich bin hier, weil... Oh, da bin ich aber geschmeichelt. Solltest du sein. Er ist ein wahrer Meister und zeigt sich nicht oft beeindruckt. Schmiede sind stolze Leute. Die haben normalerweise nicht viel übrig für Rüstungen ohne Metall. Und ich nehme an, dass ein grandioser Kämpfer wie du sicher zu seinen besten Kunden zählt, habe ich recht? Tja, ich würde euch wirklich gerne weiterhelfen, aber... Moment mal. Vielleicht könntest du ihm das geben. Was ist das? Ein Stück Leder. Daraus war auch der Kyras gemacht. Das wird dein Schmied sofort erkennen, wenn er so gut ist, wie du sagst. Danke. Ach, ist nur ein Fetzen Leder. Dank dir gehe ich heute mit haufenweise Greifenhaut nach Hause. Und du hast mir die Haut gerettet. Ach, also, ich würde ihm ja die Technik an sich verraten, aber das wäre gegen die Regeln. Betriebsgeheimnisse, du weißt schon. Kein Problem. Ich bringe sie mit. Vielen Dank für deine Hilfe. So, langsam ruft mich die Arbeit. Grüß deinen Schmied von mir, ja? Mach ich. Und danke. Mal sehen, was Schledon hierzu sagt. Clive, sag doch gleich, dass du was kaufen willst. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Mir ist es gleich. Und wenn wir Glück haben, findet Clive den Kerl sogar. Nicht, dass ich hier um Hilfe gebeten hätte. Lord Rossfield, können euch die Ewigen heute bei irgendetwas helfen? Vielleicht. Mein Bruder sagte, euer Orden hilft ihm bei seiner Suche nach Ultimas Ursprüngen. Gibt es irgendwelche nennenswerten Neuigkeiten? Immer weniger, bedauerlicherweise. Verstehe.
Seid versichert, dass wir nicht ruhen werden, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Auch jetzt suchen unsere Archäologen an Ruinen in jedem Winkel des Reiches nach Spuren von Ultimas Einfluss. An Ruinen der Gefallenen? Die meisten sind so alt wie das Phönixtor. Richtig. Ultimas Schergen werden oft an den Überresten der alten Zivilisation gesichtet. Als würden sie darin verborgene Geheimnisse schützen. Die wir aufdecken wollen. Falls euch unsere Methoden interessieren, Milord, würde es euch vielleicht zusagen, uns bei der Arbeit zu beobachten? Wäre das möglich? Natürlich. Nicht weit von hier findet eine Untersuchung statt. Vielleicht seid ihr mit Xetor vertraut. Der Weiler wurde um ein Luftschiff herumgebaut. Ich wollte unsere Leute dort besuchen, um ihre ersten Erkenntnisse einzuholen, aber wenn ihr es an meiner Stelle tun würdet, bin ich sicher, dass sie sich geehrt fühlen würden, euch direkt von ihren Entdeckungen zu berichten. Ist gut. Ich gehe zu ihnen. Ich bin sicher, dass sie sehr erfreut sein werden. Am besten nehmt ihr die Straße im Schatten des Titan. Sie wird euch nach einem kurzen Marsch direkt ins Dorf führen. Danke. Das mache ich. Ich wünsche euch eine gute Reise, Milord. Möge die Flamme des Phönix immer in eurem Herzen brennen. Ein Dorf um ein Luftschiff. Klingt sehr nach Kielbrück. Hoffentlich sind dort auch alle freundlich. Warum verteidigst du den Träger, Victor? Bist du auch ein... Müssen die hier draußen immer so einen Lärm machen? Er hat sich doch die ganze Zeit... Verzeiht bitte die Störung, aber... Habt ihr einen Moment Zeit? Ihr kommt mir irgendwie bekannt vor. Mir ebenfalls, Lord Underhill, nicht wahr? Von der Kaufmannszunft? In der Tat. Ich wollte über Lubor sprechen. Wegen der Gerüchte. Die sind leider wahr. Er ist ein Träger. Dorfrat wird er jedenfalls nicht. Wenn's nach mir geht zumindest. Und seine Schmiede? Ob Träger oder nicht, seine Arbeit wird überall hoch geschätzt. Damit hat er euch doch einen Dienst erwiesen. Ist das nicht ein Grund zur Nachsicht? Nachsicht? Er hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei hat er hinterrücks über uns gelacht. Es tut mir leid, Milord, aber er hat uns und euch belogen. Wir können ihm nicht trauen. Und was habt ihr vor? Wollt ihr ihn vertreiben? Die Schmiede schließen? Vielleicht. Das entscheiden die Leute von Dalimil. Und ihr dürft euch da gerne raushalten. Man hat mir nicht einmal zugehört. Sie sind alle so stur. Mir auch nicht. Konrad und Natalia ist ihr verletzter Stolz wichtiger als alles andere. Warten wir ab. Vielleicht nehmen sie Vernunft an, wenn sie sich beruhigt haben. Fürs Erste sollten wir zurück zu Lubor. Ist gut. Warum in aller Welt hält Victor zu dem Träger? Ich schätze, ihr habt keine guten Nachrichten. Noch besteht Hoffnung, aber... Tja, es ist wohl doch aussichtslos, wie ich erwartet habe. Du darfst nicht aufgeben, Lubor. Hab Geduld. Das wird wieder. Wir werden sie schon noch irgendwie überzeugen, keine Sorge. Nein.
werdet ihr nicht. Ihr solltet eure Zeit hier nicht länger verschwenden. Aber Lubor... Ruzhana hat immer gesagt, dass Stahl niemals lügt, dass jede Klinge das Wesen ihres Schmieds offenbart. Steh zu dir selbst, das hat sie gemeint. Ironisch, wenn man bedenkt, dass ihr das Leben mit einem ihrer Schwerter genommen wurde. Aber ohne Zweifel ist sie sich selbst und ihren Überzeugungen immer treu geblieben. Bis zum Schluss. Und ich muss das auch sein. Ich muss tun, was mir richtig erscheint. Egal, was andere von mir denken. Und jetzt weiß ich auch, was das ist. Ich muss in meiner neuen Rolle aufgehen. Und die Menschen von Dalimil in ihrem Hass auf mich vereinen. Denn nur zusammen werden sie eine Chance gegen die wahre Bedrohung haben. Natürlich muss ich einen entsprechend dramatischen Abgang hinlegen. Geh nicht, Lubor. Du bist der Einzige hier, der immer nett zu uns ist. Sonst sind wir schon wieder allein. Glaubt mir, meine Lieben, es ist für alle das Beste. Nicht nur für die Stadt, sondern auch für euch. Aber du kannst sie doch nicht einfach zurücklassen. Die Kinder brauchen dich. Du musst den Menschen hier wenigstens etwas Zeit geben, ihre Meinung zu ändern. Das werden sie nicht, Viktor. Nicht mehr. Ach, so ist das. Also wirst du jetzt die Stadt und die Kinder einfach ihrem Schicksal überlassen? Das hätte ich nicht von dir gedacht. Aber mich hast du wohl auch getäuscht. Viktor. Was soll's? Mach, was du willst. Ist das wirklich der richtige Weg, Lubor? Es ist jedenfalls der beste, der mir noch offen steht. Ach, und bevor ich's vergesse, hier, für deine Hilfe mit dem Banditenlager. Na gut, ich muss dann packen. Wenn ich irgendwas tun kann, egal was. Ich komm drauf zurück. Danke. Hier, die bestellten Lederreste. Steine gehen nach Kanva und die Kisten nach Dalime. Nicht ein einziger Kratzer. In letzter Zeit hustet der Dorfälteste.
Morgan! Sie gehören dir! Torgal, fass! Braves Mädchen. Werdet ihr büßen! Vielleicht hat jemand überlebt. Langsam.
Eure Zeit ist vorbei. Die gehören wohl zu den Ewigen. Wir danken dir, Fremder. Wer seid ihr? Ah, vergebt mir, Milord. Ich habe euch nicht erkannt. Ihr seid Lord Rossfield, oder nicht? Wir sind Archäologen und haben diese Stätte erforscht. Als die Echos auftauchten, haben unsere Brüder sie von uns abgelenkt. Dank ihnen und dank euch haben wir zum Glück unsere Aufgabe zu Ende bringen können. Ihr nennt das Glück? Eure Brüder wären noch am Leben, wenn ihre Sicherheit Vorrang gehabt hätte. Rechtfertigt euer Auftrag ihren Tod? Wir sind hier, um Ultimas Ursprung zu erforschen. Eine Pflicht von höchster Relevanz. Ihr stimmt doch zu. Und eure toten Brüder stimmen euch auch zu? Das würden sie. Sie gaben ihr Leben für die Sache. Eine Ehre, die alle Ewigen anstreben. Und was verschafft uns die Ehre eurer Gegenwart, Milord? Cyril hat mir von eurer Arbeit erzählt. Und ich hole für ihn eure Ergebnisse ab. Verstehe, das ist zu gütig. Bitte nehmt sie und habt vielen Dank. Möge die Flamme des Phönix ewig in euch brennen, so wie in uns. Man kann sein Leben für einen anderen opfern, aber für eine Untersuchung? Ich bringe das besser zurück zu Cyril. Womit kann ich helfen? Eine gute Wahl. Ihr seid zurück, Milord. Ich habe die ersten Ergebnisse eurer Forscher dabei. Hier, nehmt sie. Habt Dank. Selbstverständlich werde ich euch informieren, wenn ich darin etwas Hilfreiches für euren Kampf gegen Ultima finde. Cyril. Euer Forschungstrupp hat schwere Verluste erlitten. Vermeidbare Verluste. Hätten die Überlebenden ihre Arbeit unterbrochen, um ihre Freunde zu retten? Waren das eure Befehle? Nein. Das war ihre Entscheidung. Jeder Ewige stellt sein Leben in den Dienst des Phönix. Das ist unsere einzige Pflicht. Und sollten wir bei ihrer Erfüllung sterben, so sei es. Selbst wenn der Tod vermeidbar ist. Milord, ich fürchte, mit euch über diesen Punkt zu streiten, wäre nicht zielführend. Die Ewigen dienen dem Phönix seit zahllosen Generationen. Und eure Meinung über unsere Methoden, so ernst sie auch sein mag, wird nichts daran ändern. Wir leben, um dem Phönix zu dienen. Unser Orden wurde für diesen Zweck ins Leben gerufen. Nur zu diesem Zweck. Cyril. Ich weiß, dass ihr und eure Brüder nur auf Joshua hört. Doch erlaubt mir, euch einen Rat zu geben. Es ist der Sache des Phönix nicht dienlich, wenn seine treuen Anhänger ihr Leben ohne guten Grund opfern. Schützt eure Forscher mit Eskorten, damit sie noch lange ihre Pflichten erfüllen können. Denkt nicht nur daran, wie sie dem Phönix dienen können, sondern wie Joshua es sich von euch wünschen würde. Bitte. Für unser aller Wohl. Ich danke euch für euren Rat, Milord. Wenn ihr mir erlaubt zu antworten, unser Glaube an seine Gnaden Joshua Rossfield ist absolut. Und wir von den Ewigen werden tun, was wir für richtig halten,
um unsere Pflicht ihm gegenüber zu erfüllen. Als erster Schild des Phönix versteht ihr sicher auch, was es heißt, seine Pflicht zu erfüllen. Das tue ich. Dann sind wir der gleichen Meinung. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin dem Phönix dienen werden. Gemeinsam. Ultima mag uns erschaffen haben, aber wir können selbst entscheiden, wer wir wirklich sind. Er will, dass wir für unser Leben kämpfen. Warum nicht? Tun wir ja schon die ganze Zeit. Genau wie Ultima selbst, wie es den Anschein erweckt. Seine neue Welt ist nichts als ein Versuch zu überleben. Also muss nun entschieden werden, wer von uns sich erhalten kann. Sollte Ultima siegen, erwartet uns alle der sichere Tod. So viel steht wohl fest. Doch was erwartet uns, wenn er unterliegt? Ein welker, gottloser Ort, an dem sich unsere Unabhängigkeit eher als Fessel erweisen wird? Nun, das mag sein. Aber Fesseln lassen sich sprengen. Solange man den Willen dazu besitzt. Es wird nicht leicht. Es wird Generationen dauern. Jahrhunderte des Leids. Und auch nur, wenn wir alle dazu beitragen. Aber wir werden es schaffen. Und dann wird die Menschheit frei leben. Das ist die Welt, die uns erwartet. In der Tat. Und unser Traum wird Wirklichkeit. Aber erst müssen wir zum Kristall. Welch ein Glück, dass ich Flügel habe. Du kannst kaum stehen und willst fliegen? Und wer weiß, welche Schrecken da oben lauern. Das schaffst du doch nicht. Ich muss es schaffen. Ich bin der Phönix. Und ich erfülle meine Pflicht. Das ist unser Kampf. Das weißt du. Schon gut. Verstehe ich. Aber du musst auf mich hören, ja? Ich bin schließlich dein Schild. Das bist du. Und was ist mit meinen Flügeln? Vergesst nicht, ihr wollt einem Gott entgegentreten. Ihr dürft nicht bereits der Müdigkeit erliegen, bevor der Kampf beginnt. Ifrit. Euer Bruder merkte an, dass einige Domini trotz des Verlusts ihrer Kräfte weiterhin zu erwachen vermochten. Ist das wahr? Ist es. Aber sie konnten ihre Esper nicht länger kontrollieren. Dann wird mein Wille stärker sein müssen. Damit ihr beide eure Kräfte vor dem Kampf schonen könnt. Das müsst ihr nicht tun. Ihr könntet sonst am Ende alles verlieren, was ihr noch habt. Was habe ich noch, außer Reue? Mein Leben endete im Dominium. Ich fürchte den Tod nicht mehr.
Außerdem habe ich eine offene Rechnung mit Ultima. Und er wird sie begleichen müssen. Wir danken euch, Dion. Sprechen wir von Dank, wenn es vorbei ist. Er weiß genau, dass er nicht zurückkehren wird. Doch sein Entschluss steht fest. Noch ist nichts besiegelt. Vergiss das nicht. Ich muss zu Jill. Der Abschied wird nicht leicht. Wunsch an die Sterne? Den habe ich tatsächlich. Es ist soweit, Jill. Du weißt, was ich tun muss. Und auch warum. Es gibt kein Zurück mehr. Hier hat unsere Reise uns hingeführt. Hier wird sie enden. Wie auch immer. Ich würde ja für dich zu Metia beten. Aber du schaffst das, oder, Clive? So wie immer. Und dann sehen wir beide wieder zum Mond. Ich werde warten. Zum Aufbruch. Ich hoffe, ich habe nichts Wichtiges vergessen. Erst das mit dem Himmel. Jetzt. Und wenn wir Glück haben. Wie ist es gelaufen? War er da? Hast du ihn gefunden? Er war da. Und das hier ist für dich. Mit bestem Gruß. Nicht im Ernst. Seine Technik konnte er nicht verraten. Er sagte aber, ein Meister wie du brauche nur eine Probe, um sie zu durchschauen. Ah, das ist es also. Ha, ein Geniestreich. Er hat verschiedene Arten geschichtet. Und das mehrfach. Das macht das so stabil. Und für diesen Glanz muss er ein Wahnsinnsöl benutzt haben. Das ist hervorragende Arbeit. Noch besser, als ich dachte. Ja, wenn du das sagst, sieht ganz normal aus. Egal, du wirst es wissen. Ach, Clive, hat der Kerl dir eigentlich seinen Namen gesagt? Kamiel war sein Name. Hab ich's doch geahnt. Kein Lederarbeiter ist so lebensmüde, selbst auf die Jagd zu gehen. Bis auf Kamiel. Da waren sich die Marktleute einig. Kamiel kommt aus Tabor, wie die meisten Lederarbeiter. Aber in seiner Familie wird irgendeine geheime Technik weitergereicht. Und die Konkurrenz ist wohl schon seit Ewigkeiten hinter seinem Geheimnis her. Dann behalten wir das hier besser für uns. Toll. Jetzt stehe ich hier und habe ein schlechtes Gewissen. Ihr hättet das nicht tun müssen. Aber geholfen hat's. Also gut, dass ihr ihn gefunden habt. Gern geschehen.
Na gut, Clive hat die Arbeit gemacht, aber egal. Gut, dass du wieder der Alte bist. Erwarte aber nicht, dass ich das hier perfekt nachmache. Für diese Technik braucht man ganz spezielles Leder von ganz bestimmten Bestien. Deshalb geht der Mann persönlich auf die Jagd. Und du willst nicht wissen, wie oft man dieses Leder ölen muss. Aber vielleicht kriege ich was Ähnliches hin. Etwas, was auch ein Fluchbrecher instand halten könnte. Also dann, genug geschwafelt. Ich mache mich an die Arbeit. Scheint, als bräuchten wir doch keinen neuen Schmied. Einen besseren hätte es eh nicht gegeben. Und vermisst hätte ich ihn auch. Niemand erzählt bessere Geschichten als Schledorn in der Schenke. So, das war das. Dann mal zurück an die Arbeit. Danke, Clive. Hast ein Gut bei mir. Das verschafft mir die Ehre. Willst du was schmieden? Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Und? Ist was kaputt? Was willst du? Das muss erstmal reichen. Ja, schon besser. Und? Oh, Clive. Joshua, was hast du? Und sag nicht nichts. Ach, es ist nur... Cyril hat mir geschrieben. Man hat Vaters letzten Willen gefunden. Oder etwas in der Art. Sein Willen? Wie und wo? Im Grab unter Schloss Rosalith. Nachdem Kupka die Kaiserlichen verjagt hatte, haben die Ewigen die Gelegenheit genutzt, sich dort noch einmal gründlich umzusehen. Und dabei haben sie wohl einen Brief von Vater gefunden. Jetzt liegt dort alles in Schutt und Asche. Cyril bittet, dass ich ihn in Tabor aufsuche. Ich werde natürlich hingehen, aber kommst du mit mir? Natürlich. Ich möchte auch wissen, was in dem Brief steht. Danke. Wir können jederzeit gehen. Euer Gnaden, Milord,
Ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Cyril, ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Wärt ihr so freundlich, Milord? Ein Erbe. Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Am Tag vor den Geschehnissen beim Phönixtor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, Euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Auch konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden. Und auch die Gründung einer neuen Universität zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologie. Da sich die Fäule immer weiter in Valisthea ausbreitete, sah Großherzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Er wollte die Träger gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Kein Wunder, dass ein Leben dafür nicht ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Andernfalls hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Und auch seine Vision nicht mit den treuesten seiner Diener geteilt, welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Leider haben nur solche Personen überlebt. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, Euer Gnaden. Danke, Cyril. Wollen wir? Milord, Euer Gnaden. Ich erkenne euch kaum wieder. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt nichts zu vergeben. Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ich tue nur meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Milady, bitte erzählt uns doch mehr. Von was für einem Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, das stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen.
Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Stadt zu erobern. Und doch weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Danke, Lady Godiva. Was meinst du, Clive? Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady? Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr. Doch ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Was meinst du, Joshua? Was wohl? Der Nestplatz liegt. Gut so. Lauf wie der Wind! Augen auf, Joshua. Da ist er. Für Haus Rossfield. Yeah!
Ist das der Herzstein? Lady Godetha wird es wissen. Ihr seid wohlbehalten zurück. Dann ist der Greif besiegt. Und der Herzstein errungen. Ja, dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Danke, Milord. Euer Gnaden, euer Vater wäre so stolz. Lady Godetha? Der Steinschleifer wartet. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Die Armbänder sind fertig. Bitte, nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben, stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde, innerhalb und außerhalb Rosarias. Feinde, die seine Pläne ablehnten. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Und nur wir beide zusammen, als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er... Doch dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass... Danke, Lady Godetha. Dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalith eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Er offenbarte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Lady Godetha, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria danke ich euch für eure Dienste. Ich ebenso. Danke, Milord. Euer Gnaden, ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. Die Armbänder stehen euch gut. Zweifellos seid ihr glücklich, nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten, die euch zustehen. Oh ja. Wir danken euch für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Fels Falkenschrei. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt. Und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten wir wirklich einmal tun.
Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ohne Frage. Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Der Helm eures Vaters befindet sich dort, seitdem wir ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Danke, Cyril. Komm, Clive. Er wartet. Unerschütterlicher Wille und unvergängliche Bande. Denkst du, wir sind stark genug? Um die Welt zu retten? Bestimmt. Aber hätten wir Vaters politische Feinde bewältigt? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich bedenke, was wir jetzt wissen. Vorne ist es. Vater hat immer für das gekämpft, woran er geglaubt hat. In der Nacht am Phönixtor ist mir klar geworden, dass ich selbst noch nie für etwas gekämpft hatte. Das hatten bis dahin immer andere für mich getan. Welche Wendung sein Schicksal auch nahm, er hat nie den Mut verloren, nie gezweifelt, nie aufgegeben. Für mich war er mein größtes Vorbild. Und ich versuche immer noch, ihm gerecht zu werden. Wie wir alle, Clive. Wie wir alle. Das werden wir auch weiter, weil er es genau so gewollt hätte. Ja, und es ebenso getan hätte. Auch wenn das bedeutet, die Götter selbst herausfordern zu müssen. Dein Helm wird uns begleiten, Vater, wie auch du. Halte deine Hand über uns, während wir deinem Beispiel folgen.
Verlass dich auf uns. Weiter geht's. Weiter. Bis zum Ende. Und dann zum Neubeginn.